So, Controller poliert. Und jetzt kann es losgehen. Ohne Zahn-OP. Ah, unangenehm. Mir geht's ganz gut, danke. Ich hab nur... war die Woche wieder ein bisschen zu faul. Ich habe nicht so viel geschafft, wie ich schaffen wollte. Und muss morgen wieder ganz schön nochmal... Aber das ist schon okay. Aber abgesehen davon kann ich mich nicht beschweren. Moment mal, das stimmt aber gerade irgendwas gar nicht, oder? Kann das sein? Warum ist denn hier auf einmal das Video? Warum ist denn auf einmal der Video-Input so riesig? Was ist denn da passiert? Hallo? Was ist denn jetzt los? Es passt schon. Ich habe halt in... Ich war gar nicht so unproduktiv eigentlich. Ich habe nur in einigen Bereichen viel zu viel gemacht. Was dazu... Hey, irgendwas stimmt hier nicht, oder? Alles ist jetzt kaputt gegangen hier. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Aha! Ah! Ich habe nur anscheinend die Szene versehentlich falsch hingeklickt oder so. Na, dann passt schon. Also ich habe in einigen Bereichen sehr viel vorgearbeitet, wodurch ich aber jetzt in anderen Bereichen super hinterher bin. Das ist das eigentliche Problem. Hallo, Abraxe, wie geht's? Durch welche Tabletten denn? Ich glaube, das weiß ich gar nicht, oder? Wegen der OP, wegen der Zahn-OP jetzt, meinst du? Aber ja, gut, ich meine, wenn man wirklich so eine schwere Zahnbehandlung hat, ist eh klar. Aber dann muss man und soll man auch gar nicht... Schmerzblocker, genau. Dann soll man ja auch gar nicht produktiv sein. In dem Fall ist es dann produktiv, wenn man seinem Körper Zeit zum Heilen gibt, ohne ihn noch mehr zu stressen. Das ist dann schon mehr als genug produktiv, finde ich. So. Ich starte mal mit Mario 64, denn heute ist, wie ihr vielleicht wisst, die Mario All-Star Collection. Wie heißt es eigentlich genau? Mario... Super Mario 3D All-Star, genau. In Anlehnung an Super Mario All-Star für den Super Nintendo mit den alten 2D-Spielen. Jetzt ist eigentlich nur Super Mario World und Yoshi's Island nie in irgendeiner Collection erschienen, oder? Naja. Wirklich schade, dass Super Mario Galaxy 2 nicht dabei ist. Bei Odyssey ist schon verdammt gut. Das weiß ich, bin ich mir nicht sicher, ob das den Platz nicht einnehmen könnte. Aber ansonsten ist Mario Galaxy 2 schon eigentlich mein Lieblings-Mario. Das hat so das ohnehin schon sehr gute Mario Galaxy nochmal so ein bisschen erweitert und die Krone aufgesetzt. Aber wir starten jetzt mal 1997. Mario 64. Das Spiel, das... 3D-Navigation, 3D-Gameplay, aber vor allem 3D-Kamera wirklich revolutioniert hat und zwar nachhaltig bis heute stark beeinflusst hat. Im Grunde schon ein sehr stabiles Fundament gelegt hat, auf dem dann im Grunde nur noch ein bisschen verfeinert und aufgebaut wurde. Ich habe mal kurz, falls es euch interessiert, nämlich in einem Wiki vorher so ein bisschen geguckt, was 97 noch so rausgekommen ist. Und wenn man das so direkt vergleicht mit Mario 64, merkt man, wie revolutionär diese Kamera und diese Steuerung, diese Agilität der Figur war. Das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Aber zu der Zeit waren eben Resident Evil mit der fixen statischen Kamera, Tomb Raider mit dieser fixen hinter der Protagonistin Kamera und dieser seltsamen Panzersteuerung oder auch Crash Bandicoot mit auch so einer Verfolgungskamera. So die 3D-Spiele. Ansonsten halt sowas wie Metal Gear, dann erst Jahre später mit einer Top-Down-Kamera und sowas. Also so eine frei bewegbare 3D-Kamera, die dann auch noch so gut funktioniert, zusammen mit dem agilen Protagonisten, war schon was verdammt Besonderes damals. Und das Spiel ist heute noch wirklich gut spielbar und das heißt schon einiges. Viele Spiele aus der Zeit sind heute nicht mehr irgendwie gut spielbar. Man merkt, ich habe gestern ein bisschen reingespielt, ich habe das Spiel jetzt ewig nicht mehr gespielt. Man merkt schon, dass es nochmal in den letzten 35 Jahren etwas verfeinert wurde. Ah, das stimmt nicht. Quatsch. Aber in den letzten 20 Jahren etwas verfeinert wurde. Aber trotzdem funktioniert es noch erstaunlich gut. Das alleine ist schon echt cool.
Und vor allem hat das Spiel wahrscheinlich den besten Startbildschirm aller Zeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kennt ihr noch... Hi, Metatron, hallo. Kennt ihr noch das alte Lionhead Studios Logo von so Black and White zum Beispiel? Wo quasi so Pixel, also so physikalische Partikel in so einen Trichter gefallen sind, in so ein Gefäß, und dann haben die das Lionhead-Logo gebildet. Das ist schon auch verdammt gut. Aber ich glaube, der Mario-Kopf und dieses Lionhead-Studio-Physik-Ding, das sind schon die beiden Intros oder die beiden Startbildschirme oder ne, das, was vor dem Spiel kommt, halt, mit dem ich die meiste Zeit verbracht habe. Hat mich beides sehr fasziniert. Schön. Ah, ein schnuckliger Mario. Abraxe, dankeschön für die Bits. Wow, 1000 Bits. Cool. Und ich bin ein Chris Baum. Yes. Alles, was ich jemals wollte. Und so ein super buschiger Bart und so würde mir auch nicht schlecht stehen, oder? Ich bin wie ein, weiß ich nicht, Waldtroll. Ho, ho, ho. Nee, warte mal, Chris Baum, wir machen gar nicht ho, ho, ho. Sehr gut. Black and White 2, glaube ich, ist immer noch sehr aktuell und immer noch sehr zeitgemäß. Ist, glaube ich, immer noch sehr cool. Abraxe, danke schön, damit das Glas wieder voll wird. Noch ein bisschen nachlegen, genau. Danke. Coolio. Okay, jetzt aber los. Ja, mach ich schon, Mario. Jetzt setz mich nicht so unter Druck hier. So. Okidoki. Okidoki. Dear Mario, please come to the castle. I need to take care of you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Peach. Ah, das ist das absolut Beste. Weil diese frei bewegbare Kamera war ja quasi wirklich nicht nur so vom Gameplay her eine Innovation, sondern die haben sich ja auch was dabei gedacht. Weil anstatt einfach nur die Kamera eine Kamera sein zu lassen, haben sie einen Kameramann in das Spiel eingebaut, der einen verfolgt. Und mit dem, früher mit den C-Tasten, jetzt hier auf dem Controller mit dem zweiten Stick, steuere ich quasi meinen Kameramann. Nicht nur so eine unsichtbare, ominöse Kamera. Das ist ziemlich nett. Vor allem im Spiegelraum, aber zu dem kommen wir nicht so schnell, befürchte ich. Herzlich willkommen, durch die Warp-Rohre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelandet. Die Steuerung ist sehr einfach, bla 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 bla. Oh-oh. Hab diese Nacht das erste Mal Galaxy angespielt und kam mir irgendwie alt vor. Weil ich mit dem Kopf über durch die fixe Kamera nicht ganz auf Anhieb klar kam. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das schon Gewöhnungszeit bedarf, so ein bisschen. Aber wenn man da mal drin ist, gerade in den späteren Leveln, die fordern dann auch von dir, dass du damit klarkommst, aber dann macht das richtig Spaß und das ist richtig cool. Guten Tag, liebe Freunde des Action-Kinos. Die Lakito Film AG. Moment mal. Aber durch wessen Kamera schauen wir jetzt gerade, wenn die Kamera im Bild ist? What? Die Lakito Film AG versorgt echt... Versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Mario hat gerade Prinzessin Toadstool Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach den Powersternen. Somit wissen wir auch, was wir eigentlich tun müssen. Unser wagemutiger Kollege... Warum denn Kollege... wird ihn auf dieser heiklen Mission begleiten. Ach so, wer redet denn da? Ich dachte, der Kameramann redet, aber scheinbar nicht. Na gut, die Steuerung, wie man die Kamera bewegt, ist klar, einigermaßen. Hier ist auch noch quasi wirklich die Kamera noch nicht so frei beweglich, wie wir das heute kennen, sondern... Ich schalte die quasi mit den C-Sticks durch die Gegend, im Grunde. Also, früher waren das halt vier Knöpfe und man konnte halt nach links oder nach rechts oder nach unten, ne? Das waren halt noch andere Zeiten. Nein, das wollte ich nicht. Naja, gut. Ja.
Stimmt, in Mario 64 war ja auch seltsamerweise die Lebensenergie und der Sauerstoff dieselbe Leiste. Durch ins Wasser hüpfen konnte man sich quasi heilen. Warum nicht? Warte mal, wenn Mario Bros. 3 ein Theaterstück ist, ist Mario 64 etwa ein Film. Ich glaube, Mario 64 ist wahrscheinlich eher sowas wie eine Dokumentation oder so ein Live-Action-Mitschnitt. Weißt du, wie ich meine? So wie in den USA, wenn irgendwelche Hubschrauber-Verfolgungsjagden filmen. Ich glaube, sowas ist Mario 64. passt zwar nicht zum Thema, aber den Tag habe ich einen Twitch-Streamer gesehen, der von der Schulter an gelähmt ist und ein Game nur mit dem Mund zockt. Ah, coolio. Sowas habe ich schon öfter gesehen. Da gibt es extra schon, oder beziehungsweise sind das in der Regel, glaube ich, selbstgebaute Konstruktionen. Hatte der einen normalen Controller oder hatte der wirklich was selber Gebautes quasi zum mit dem Mund spielen? Das ist schon immer faszinierend. Da gibt's auch. War das Tekken? Oder Street Fighter, genau. In einem amerikanischen Street Fighter-Turnier ist ja auch ein blinder Spieler sehr weit gekommen. Oder hat zumindest einige Profispieler auch wirklich besiegen können. Der spielt Street Fighter nur über das Gehör. Das ist auch sehr faszinierend. Ein Mundstück zum Reinpusten. Das ist schon faszinierend, ja, das ist schon cool. Ja, genau. Ich finde das wirklich so cool an The Last of Us 2, weil im Indie-Bereich habe ich das schon öfter gesehen, aber noch nie in der Ausführung im AAA-Bereich, wie quasi Hürden barrierefrei dieses Spiel ist. Man kann sich da über so viel Einstellungen des Spielen erleichtern. Also sowohl, dass man es einhändig spielen kann, als auch wirklich, dass sich das Spiel halb von allein spielt. Für Farbenblinde selbstverständlich. Aber man kann auch wirklich für schwer sehbehinderte Menschen das Spiel sehr stark nur noch auf Signalfarben einstellen und sowas. Das ist wirklich super, wenn es um Barrierefreiheit geht. Das muss man wirklich dem Spiel hoch anrechnen. Das ist wirklich toll. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. So, ich rede jetzt mal nicht mit den ganzen Toads hier. Gehen wir in das erste Level. Deswegen sind wir hier, die ganzen Welten uns wieder anschauen und die ganzen Sterne sammeln und wieder in die Steuerung reinkommen. Fühlt sich schon anders an. Je nachdem, wie stark er pustet, kann er verschiedene Befehle geben. Das ist schon crazy, ne? Ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das klingt. Wahnsinnig komplex. Oh oh. Auf! Kann ich nicht den Hund befreien oder so und krieg dann einen Stern dafür? Ich glaube schon. Ich bin mir nur nicht sicher. Doch, es hat, glaube ich, funktioniert, ne? Yeah. Ich kenne jemanden, der hat keine Arme wegen Kontergan. Und der benutzt deswegen seine Beine als Hände. Das kenne ich auch. Also das kennt man oft. Also persönlich kenne ich niemanden, aber das habe ich schon oft gesehen. Die Menschen können dann wirklich, wenn die das trainiert haben, mit ihren Füßen fast perfekt wie mit Händen greifen und Tastaturen bedienen und sowas, ne? Er sitzt deswegen im Rollstuhl, weil sich seine Füße deshalb nicht normal entwickelt haben. Ach was, okay, interessant. Hi, Werderhock, hallo. Okay, einen Stern haben wir uns schon vorzeitig erobert. Dann erklimmen wir mal die Spitze des Berges.
Das, was man eigentlich fast oder in vielen Leveln zumindest als erstes macht im Grunde. Ist auch ziemlich gut vom Game Design her, sehr clever, damit man sich erstmal einen Überblick über die Welt verschaffen muss. Weil ich meine, ich kenne jetzt den Weg, aber so als neuer Spieler zwingt einem das so ein bisschen dazu, sich so in der Welt zu navigieren und einen Weg nach oben zu finden. Und so lernt man die Map erstmal kennen, bevor dann die nächsten Missionen kommen. Ich meine, ne, ist jetzt... Aber ist so das kleine Einmaleins des cleveren Game Designs hier. Finde ich schon cool. Und natürlich gibt es einen ganz hinterhältigen Trick. Teleportationspower. Ich bin König Bobomb, Herrscher über alle Bomben und Gebieter der Explosionen. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschmutzen? Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Der Powerstern ist in meinem Besitz und wird auch dort bleiben. Dein Ende ist gekommen. Oder bist du etwa der Meinung, du könntest mich von hinten packen und besiegen? Niemals! Dafür, dass er der Herrscher der Explosion ist, macht er so überhaupt nichts mit Explosionen. Er macht grundsätzlich nicht sehr viel. Aber ich auch nicht. Anscheinend. Bam! Nein, das war ein Fehler. Lauf! Ich weiß noch, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, da kann ich mich noch dran erinnern, bin ich so verzweifelt, weil ich der festen Überzeugung war, ich müsste ihn vom Berg werfen. Bin mit ihm immer zum Rand gegangen und habe ihn runtergeworfen. Wenn man ihn runterwirft, zählt das aber nicht als Wurf und er springt einfach wieder hoch. Und ich habe stundenlang gegen den gekämpft, also gefühlt, vielleicht waren es nur Minuten. Aber ich wusste nicht, was ich tun soll, bis ich gecheckt habe, dass ich ihn einfach nur hier oben auf den Boden werfen soll und nicht vom Berg. Und vom Berg viel sinnvoller eigentlich, oder? Naja, so ist das eben. Bei Hyper Bowl kann den Gamer finden, den ich meine. Hä? Was? Wie findest du das neue Material zu Resident Evil 8? Ich habe mir den Trailer noch nicht genau im Detail nochmal angeguckt. Ich habe vorgehabt, vielleicht eine Trailer-Analyse zu machen, muss ich morgen mal schauen. Aber auf den ersten Blick hat man nicht so viel Neues gesehen, oder? Irgendwie waren das nur so ein bisschen Extended-Versionen von dem, was man eh schon gesehen hat. Und am Schluss so ein dicker Kerl, der so aussieht, als wäre der Händler. Das heißen würde, die Gerüchte, dass die Hexe der Händler ist, sind falsch. Die Hexe redet aber. Also ist doch irgendwie ein NPC, mit dem man reden kann. Es gibt ja auch einen Leak jetzt über Resident Evil 8, dass in Resident Evil 8 scheinbar relativ viel NPCs vorkommen sollen, mit denen man interagieren kann. Also für Resident Evil-Spiele zumindest relativ viel NPCs. Vielleicht gibt es ja auch mehrere Händler oder ähnliches. Naja, wie dem auch sei. Müssen wir mal schauen. Hab auch mal wieder Mario Bros. 3 gespielt. Und verglichen mit dem typischen Mario Maker-Leveln sind die da echt kurz und ziemlich einfach. Oh, aber gegen Ende, ey. Also Mario Bros. 3 geht super leicht los. Aber ich habe das Spiel bis heute nie komplett durchgespielt. Weil wenn dann am Schluss die Panzer kommen und die Hände, die einem in den Boden ziehen und der ganze crazy shit. Das ist crazy shit. Hyper Bowl ist ein YouTube-Kanal. Ah, der besondere Leute vorstellt. Ah, den kannte ich nicht. Okay, cool. Das ist interessant, gut zu wissen. Total interessant. Da habe ich auch mal einen Kanal gesehen, eine Zeit lang, ein paar Folgen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, aber der hat auch irgendwie quasi Menschen mit starken körperlichen oder geistigen Behinderungen im Grunde vorgestellt. Aber jetzt nicht irgendwie so vorgeführt oder irgendwas Dämliches. Und der hat sich wirklich hingesetzt und sich mit denen einfach unterhalten. Die interviewt im Grunde über ihr Leben und über ihre Wahrnehmung teilweise und sowas. Das ist auch super interessant. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Irgendwas for Special Kids oder irgendwie sowas in der Art. Echt gut auch, fand ich.
So, König Bubomb haben wir besiegt. Ich verneige mein Haupt vor deiner Größe. Aber du musst dich vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein. Das stimmt, den muss man ein bisschen gezielter schleudern und nicht einfach nur umwerfen. Aber vom Prinzip her relativ ähnlich. Hinter ihn kommen und zuhauen. Also packen. Ich gebe dir diesen Stern, um dir meine Demut zu beweisen. Trage ihn mit Stolz. Und jetzt? Achso, nee. Wenn du mich wiedersehen willst, wähle den ersten Stern des Hauptmenüs an. Bis dann. Und tot ist er. Warum explodiert der? Wirklich? Nach dem Dialog habe ich nicht erwartet, dass der explodiert. Aber beim zweiten ist es noch witziger. Der sagt, oh, endlich hast du mich von meinen Rückenschmerzen befreit. Vielen Dank. Und dann explodiert er. Boah, Entspannung. Der ist wahrscheinlich wie dieser Sith Lord aus Knights of the Old Republic. Wie heißt er? Der so ein bisschen aussieht wie Stein. Der nur von seinem Hass am Leben gehalten wird. Und wenn er loslässt, dann stirbt er einfach sofort, weil er eigentlich schon 100-mal tot ist. So ähnlich war es wahrscheinlich. Der ist nur von seinen Schmerzen noch am Leben gehalten worden. Und als ich ihm die Schmerzen genommen habe, dann hat er losgelassen und ist in Bröckchen zersprungen. Das klingt so ein bisschen wie Domian. Nur mit quasi festen Leuten, die man sich aussucht. Aber so mancher Domian-Anrufer war ja auch im Grunde. Frag eine Domina-Verbrecher und so weiter. Ja, genau. So, Wettrennen. Ich glaube, beim Wettrennen darf ich nicht schummeln. Wenn der mich sieht, wie ich mich teleportiere, dann wirft er mir zu Recht vor, dass ich ein Cheater bin. Und dann gewinne ich nicht, glaube ich, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Hey Mario, stimmt es, dass du König Bubomb während eines harten Kampfes besiegt hast? Du scheinst ganz schön was auf den Kasten zu haben. Aber glaubst du, es reicht auch für mich? Du bist eine Schildkröte. Das ist wahrscheinlich der Witz bei der Sache. Jetzt verstehe ich's. Bist du schnell genug, um mich zu schlagen? Ich würde sagen, du siehst nicht danach aus. Wie wär's mit einem Rennen? Ist eigentlich schon cool, oder? Ein Rennen zwischen einer Schildkröte und einem mittelalten, übergewichtigen Handwerker. Eigentlich super. Wer der Schnellste ist, finden wir's raus. Los geht's. Ich meine, Mario ist zwar vielleicht ein bisschen übergewichtig, aber fit ist er auf jeden Fall. Also wahrscheinlich ist es bei ihm die Ernährung oder die Genetik, aber auf keinen Fall liegt es am Bewegungsmangel. Oh Gott, was mache ich denn da? Ich habe mich verdrückt. Glück gehabt. Die Schildkröte ist so lahmarschig. Habt ihr die gesehen? Die ist da unten erst. Yippie! Mario ist ein kleiner Poser. Oh, was? Zu hoch für ihn. Da. Hümpf, Papa. Boah, du hast mich geschlagen. Das grenzt an ein Wunder. Hier, den hast du dir verdient. Beißt du mir den Kopf ab gerade oder so? Ich würde sagen, das ist Rohrgleitpaste unter den Schuhen. Vielleicht. Irgendwie so. Ja, er glitscht auch am Anfang, wenn er loslaufen will, so komisch weg. Er rutscht so komisch weg. Du hast 3 magische Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du jede Tür öffnen, deren Siegel eine 3 trägt. Du kannst die Türen so oft passieren, wie du willst. Aber pass auf, in höheren Stockwerken werden die Gegner viel stärker.
Na, gehen wir trotzdem nochmal hier rein. Da gibt es noch ein paar schöne Quests, die wir noch machen könnten. Zum Beispiel, fliege zur schwebenden Insel. Das ist gut. Du da. Wir sind die freundlichen Bobombs, wir mögen keine Kanonen. Wir stellen sie dir aber gerne für die Luftreise zur Verfügung. Alle Kanonen dieses Kurses sind für dich präpariert. Guten Flug! Bist du bereit? Dann rein mit dir in die gute Stubenkanone. Du kannst mit ihrer Hilfe die schwebende Insel erreichen, was zufälligerweise auch dein Missionsziel ist. Crazy! Ich kann mich entweder von hier hinschießen. Theoretisch geht das, glaube ich. Ist aber echt schwer. Wenn man von da hinten versucht. Oh, ich habe mich viel zu tief geschossen. Das habe ich falsch eingeschätzt. Aber wenn man es theoretisch von da hinten oben versucht, ist es wesentlich leichter. Das muss ich erst wieder ein bisschen üben hier. Das habe ich aber sowas von verschätzt. Mich. Oh, Mario. Jetzt geh doch ins Loch. Da. Das gibt es doch nicht. Kommt man von da gar nicht hin, vertue ich mich. Vielleicht meine ich die andere Kanone. Das könnte sein. Gehen wir mal zu der anderen Kanone. Vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Genau. Das dürfte besser funktionieren. Knapp daneben. Das hat mir früher sehr viel Spaß gemacht. Mario mit Kanonen durch die Gegend schießen, das war so ziemlich meine Lieblingsquest im Grunde. Das hatte sowas von Golf oder so, ne? Den Ball möglichst nah ans Ziel schießen, die verschiedenen Abschlagpunkte finden. Okay, das hat jetzt nicht unbedingt mit Golf zu tun, aber... Das war schon cool. Ich glaube tatsächlich, die Kanone, die ich meine, ist entweder noch nicht da oder ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Deswegen versuche ich es nochmal von da. Es hätte fast geklappt vorher. Donk. Langsam sollte ich mir mal ein bisschen um meine Lebensenergie Sorgen machen. Da, bin besser. So, jetzt aber. Das sieht gut aus. Nein, halt dich doch im Baum fest. Mario. Mario, was machst du? Ah, warte mal. Da ist die Kanone, die ich suche. Es gibt sie doch. Ich wusste nur nicht mehr wo. So, von hier ist es nämlich, glaube ich, ziemlich easy. Einfach in den Baum schießen. Dann kann fast nichts mehr schief gehen, wollte ich gerade sagen. Holy Potato, war das schon wieder knapp. So, wo ist jetzt mein Stern? Muss ich mich da erst... Ah, da drin ist er, ne? Hallo, Lemon, wie geht's? Das stimmt. Finde die 8 roten Münzen. Ah, okay, machen wir. Aber die mag ich nicht, die Mission. Die mochte ich nie. Aber im ersten Level ist es noch ziemlich easy. Es gibt ein paar Level, die haben mich in den Wahnsinn getrieben mit ihren blöden 8 roten Münzen. Wenn ich da so an dieses... Level denke, wo man ständig den Wasserstand selber regulieren muss. Oh Gott. Die Hölle. Von dem Level graut mir jetzt schon ein bisschen. Da freue ich mich. Aber paradoxerweise freue ich mich ein bisschen drauf. Aber habe auch ein bisschen Angst davor. Schnell in die... Ja!
Mario Klempner Pro. Was? Mario Hawk Pro Klempner oder so. Hä? Oh nein, wir haben meinen schönen Panzer kaputt gemacht. Aber ich glaube, ist okay, weil da unten ist doch irgendwie was. Ah, auf der anderen Seite. Okay. Irgendwie ist das Spiel ein sehr seltsamer Remaster, weil es ist eigentlich fast das originalgetreue Spiel, aber einige wenige Texturen haben die tatsächlich dann doch ausgetauscht. Es ist komisch irgendwie, weil warum nicht gleich... Ich meine, natürlich wäre es mehr Arbeit, ist klar, aber anstatt es gleich ganz zu remastern, haben die wirklich nur hier und da so ein bisschen den Pinselstrich angesetzt und ansonsten ist es originalgetreu belassen. Es ist komisch, aber gut. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, wenn mich nicht alles täuscht, sind nämlich die Augen von Mario hochauflösender als früher. Aber nur die Augen. Ich meine, die Augen sind das Fenster zur Klempnerseele. Yes! Ah, jetzt habe ich zwar schon mit Münzen sammeln angefangen, aber ich glaube, wenn ich mich hier durchschieße, kriege ich auch einen Stern, oder? Ja, da müsste ich aber, müssen wir uns mehrmals durchschießen, dann bleiben wir bei den Roten. So, ich glaube, da hinten runter ist wahrscheinlich eine gute Idee. Und jetzt, wie viel haben wir? Eine fehlt noch, oder? Ich weiß es nicht. Das ist eine vertane Chance, keine Anpassung an neue Bildschirmformate. Ansonsten auch kaum was verbessert. Also ich meine, ich finde ja diese Retro 1:1 Anpassung schon nett und cool und das passt ja auch. Aber grundsätzlich wäre so ein richtig schönes Remaster von Mario 64 halt einfach verdammt cool. Ich hätte auch gern von Ocarina of Time wirklich einen schönen Remake. Also richtig ein Remake von beiden Spielen. Das wäre halt wirklich cool. Ich meine, es stimmt schon, ne? So 16:9 Auflösung zumindest und vielleicht ein paar Texturen verschönern. Das ist alles schön und gut, aber das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig jetzt. Das passt schon. Aber so ein richtig schönes Remake, das wäre schon der Wahnsinn. Nein! Viel zu... Ja, perfekt! Viel zu perfekt geschossen. Das war Absicht von Anfang an. Ich wollte es nur spannend machen durch meinen Ausruf der... Fehlschussheit. Habe ich natürlich genauso einkalkuliert. Here we go! Here we go! Twitch mag schon wieder nicht. Ja. Twitch ist doof.